Was geht ab? In diesem Video zeige ich dir den Nummer 1 Tipp, den Nummer 1 Skill, den du aus der Schule jetzt im Augenblick direkt mitnehmen kannst, um ein besserer Penetration Tester zu werden. Also wenn es dein Ziel ist, ein besserer Penetration Tester zu werden, einen Job zu bekommen als Penetration Tester, dann sage ich dir, gibt es einen Skill, den du wahrscheinlich überhaupt nicht auf dem Schirm hast, der dir aber enorm weiterhelfen wird. Ich mache mal nebenbei hier so kleine Spielereien, das müsst ihr jetzt nicht tun, das ist einfach nur, damit das Video hier nicht langweilig wird und damit ich auch ein bisschen was zu tun habe nebenbei, während ich hier erzähle. Wird also ein sehr entspanntes Video, ja, hol schon mal die Kühltruhen raus, die Ventilatoren raus, während die Temperaturen am Steigen sind. Also bei mir war es so, ich erzähle mal eine kleine Geschichte und dann komme ich darauf, wieso das so wichtig ist. Bei mir war es so, dass ich in der Schule, ja, zu der Schulzeit, ich habe es gehasst, ehrlich gesagt. Ich habe es gehasst, Vorträge zu halten, ja. Freiwillig hätte ich sowieso niemals gemacht. Niemals hättest du mich gesehen, wie ich einen freiwilligen, ich bin doch nicht bescheuert, freiwilligen Vortrag. Da muss man ja blöd für sein, wenn man einen freiwilligen Vortrag hält. Aber es gab natürlich Momente, wo man einen Vortrag halten musste. Und bei den Pflichtvorträgen war es dann so, ich habe mich einen Tag vorher vorbereitet, habe die PowerPoint-Präsentation gemacht und dann stand ich da und ich hatte schon vorher enorme Angst. Ja, ich habe am ganzen Körper gezittert, bis ich dann vorne da stand. Und zu meinem Glück war es dann natürlich auch so, dass meine PowerPoint-Präsentation in irgendeinem falschen Format war. Oder das war nicht in einem falschen Format, aber dieser Beamer, den die hatten und das Schulmaterial ist ja sowieso so alt, das Schulmaterial ist ja sowieso so abgenutzt, so aus 1985, dass man sagt, ey, die konnten das Format nicht erkennen. Mein Format war quasi zu neu, ja. Aber irgendein Problem gab es da. Das heißt, meine ganze PowerPoint-Präsentation ließ sich nicht öffnen. So, also alles, was schief gehen konnte, ist schief gegangen. So, die PowerPoint-Präsentation, die ließ sich einfach nicht öffnen. Anstatt, dass der Lehrer dann sagt, ja klar, dann deine PowerPoint, ist doch kein Problem. Deine PowerPoint-Präsentation geht gerade nicht. Okay, dann trag doch einfach beim nächsten Mal vor. Dann machen wir jetzt einen normalen Unterricht? Nein. Nein. Er hat gesagt, du wirst jetzt heute vortragen. Und der wusste auch, dass ich das Thema gut kannte. Deswegen hat er gesagt, du wirst das schon hinkriegen. Und ich denke mir, dein Ernst? Und die Leute, die nach mir waren, also eine Woche später, und das waren ja verschiedene Leute, die vortragen mussten, eine Woche nach mir, zwei Wochen nach mir, bei manchen gab es auch das Problem. Die konnten ihre PowerPoint-Präsentation nicht öffnen. Und die mussten komischerweise nicht vortragen. Das heißt, bei mir ging alles schief. Alles ging schief. Und dann war ich da vorne vor diesem, am Lehrerpult und ich hatte trotzdem diesen Pointer in der Hand. Also ihr kennt ja diesen Pointer, mit dem ihr diesen roten Laserstrahl an die PowerPoint-Präsentation macht. Und dann habe ich diesen Pointer in der Hand, aber keine PowerPoint-Präsentation. Also ich musste einfach frei vortragen. Einfach das, was in meinem Kopf war. So. Ich habe noch nie so eine PowerPoint-Präsentation in meinem Leben gesehen. Du trägst einfach vor, was in deinem Kopf ist. Okay. Und diesen Pointer, den hatte ich aber trotzdem in der Hand. Und ich war total nervös. Ich bin die ganze Zeit auf diesen Pointer am Drücken, obwohl der aus war. Der hat noch nicht mal funktioniert, dieser Pointer. Egal, ich drücke die ganze Zeit drauf und bin die ganze Zeit hin und her gelaufen. Meine Hände total nervös. Und ich sehe diese ganzen Tische, die da so angeordnet sind vor mir. Ja, die ganzen Schüler. Und die erste Reihe, die war komplett, also auch schon vor meinem Vortrag, lag mit dem Kopf auf dem Tisch. So, auf diesem dreckigen Tisch. Mit dem Kopf, tuff, so, die lagen da einfach, aber die hat das gar nicht interessiert. In dem Moment dachte ich, die ganze Welt dreht sich um mich und ich war so aufgeregt und dachte mir, boah, jetzt, wenn ich diesen Vortrag verhaue, dann geht die ganze Welt unter, das ist total furchtbar und ist ja alles ganz, ganz schlimm und, aber die Realität war, die Leute hat das gar nicht interessiert. Die Leute hat das gar nicht interessiert, die wollten einfach nur ihr Pausenbrot essen, schnell raus aus dem Klassenraum, haben einfach nur gewartet, bis es klingelt. Aber du bist der Idiot, der dann da vorne steht und dann vortragen muss. Ja, das war auf jeden Fall keine schöne Erfahrung, muss man ehrlich sagen, war keine schöne Erfahrung, dieser Vortrag. Am Ende, ich war froh, dass es vorbei war, ich habe so ganz frei vorgetragen und ich habe mir vorher auch so Tipps durchgelesen, ja, bei Google, ich habe einfach so eingegeben, keine Ahnung. Das habe ich eingegeben. Bei Google habe ich irgendwie PowerPoint oder nee, Vortrag, Tipps oder sowas habe ich eingegeben oder PowerPoint
PowerPoint-Vortrag, Vorbereitung oder Tipps oder irgendwie sowas habe ich da eingegeben. Ein Command not found. Danke, Bash. Wusste ich nicht, dass PowerPoint kein Command ist. Dankeschön. Irgendwie sowas habe ich eingegeben. Vortrag vorbereiten oder irgendwie so Tipps. Und da waren Tipps gegeben im Sinne von, guck dem Publikum in die Augen. So. Und verschiedene Tipps. Und ich hatte diese Tipps während des Vortrages noch im Kopf. Aber ich war so nervös. Ich war so aufgeregt. Ich war so am Zittern, dass ich diese Tipps gar nicht machen konnte. Ich gucke in die Luft. Ich gucke in die Gegend. Ich gucke auf die Tafel. Ich gucke die Leute überhaupt nicht an. Ich bin mit den Rücken zu denen, während ich an die Tafel irgendwas schreibe und rede dann, anstatt die anzugucken. Also ich habe im Prinzip alles falsch gemacht. Das war einer meiner ersten Vorträge, die ich jemals gemacht habe. Und zu der Schulzeit... Niemand will Vorträge halten. Niemand will freiwillig einen Vortrag halten. Aber ich sage dir jetzt, als ein Penetration-Tester, also wenn du ein Penetration-Tester sein willst, dann ist das eine der Nummer 1 Skills, die du haben kannst. Weil ganz im Ernst, ohne Witz, ganz im Ernst, es ist wichtiger, machen wir mal hier vielleicht noch in Store, ganz im Ernst, es ist wichtiger, dass du vortragen kannst, also... Sagen wir mal so, wenn du ein mittelguter Hacker bist, nur mittelgut, du bist nicht sehr gut, du bist nicht sehr schlecht, du bist nur mittelgut, aber dafür kannst du sehr gut präsentieren, dann bist du auf dem Markt mehr wert oder dann bist du mehr wert als ein Hacker, der übertrieben krass ist, aber dafür schlechte Präsentationsskills hat. Das heißt, wenn du deine Sachen, die du da gemacht hast, und du hackst ja irgendwie eine Woche, eine zwei Wochen, du hast ja eine bestimmte Zeitspanne, wo ein Kunde sagt, ey, sorg dich um die Sicherheit von unserer Firma und danach musst du das aber vortragen können. Und wenn du es nicht vortragen kannst, sodass es jemand versteht, der davon gar keine Ahnung hat, dann ist das nicht gut. So, und jetzt ist die beste Zeit dafür, wenn du jetzt noch zur Schule gehst, ist die beste Zeit dafür, dass du sagst, ich lerne jetzt diese Presentation Skills. Weil ganz im Ernst, dieses Hacken, diese ganzen Spielereien hier, das ist doch der spaßige Teil. Das ist doch der Teil, den du am leichtesten lernen wirst. Das ist doch der Teil, wo du dir am wenigsten Sorgen drum machen musst. Weil der kommt von alleine. Guck dir diese Videos an, schau dir auch weitere Sachen an, nicht nur mein Stuff, sondern bilde dich auch eigenständig weiter. Ja, guck, lies dir die Sachen durch. Lern den Umgang mit den Dingern, das lernst du schon, das ist kein Problem, aber PowerPoint-Präsentationen halten oder generell Vorträge halten, das ist eines der meist unterschätztesten Skills, die du da draußen lernen kannst in der Schule, weil in der Schule gibt es ja nicht das Fach Hacken. Wenn es das gäbe, ich hätte so aufgepasst, wie ich noch nie bei einem Schulfach aufgepasst hätte. So. Aber wenn du ein paar Dinge aus der Schule mitnehmen kannst, so, dann ist das auf jeden Fall Vortragen. So, und wenn es einen freiwilligen Vortrag gibt, dann brauchst du da keine Angst haben. Natürlich beim ersten Mal ist man ein bisschen aufgeregter, aber umso öfter du das machst, lieber du bist in der Schule aufgeregt, lieber du machst die Fehler in der Schule, wo es in ein paar Wochen wieder egal ist, die Leute interessiert das nicht, in ein paar Wochen ist das wieder vergessen, als wenn du das bei einem wichtigen Treffen machst, wenn der CEO vor dir sitzt und diese CEOs, die haben sowieso keine Zeit, die gucken ständig auf ihre Uhr, 15 Minuten hast du Zeit, dem da seine Sachen zu erklären. Da geht es um was Wichtiges. So, und in dem Moment, wo es dann drauf ankommt, willst du nicht da stehen und dann nervös vor dich hinzittern. Deswegen, wenn du die Möglichkeit hast, Vorträge zu halten, auch wenn du nicht zur Schule gehst, wenn du die Möglichkeit hast, Vorträge zu halten, üb das ruhig, das ist eine der meisten Socials oder eine der Social Skills, die du als Penetration Tester auf jeden Fall brauchst, weil du bist dann der Fachidiot, du bist dann derjenige, der diese ganzen Zeilen Computercode liest, versteht und damit arbeitet, aber die anderen Leute nicht und denen musst du es erklären können. Ja, deswegen, und ich sehe hier gerade, dass das hier nicht funktioniert hat. Also was habe ich hier gemacht? Ich habe einfach nur die Farbe geändert und dann wollte ich Terminator, achso, ja, ich habe hier, Moment, wie gesagt, den Schritt müsst ihr nicht tun. Ich installiere mir mal Terminator. Das ist auch ein Terminal. Wobei wir da den Vorteil haben, dass wir den Screen splitten können. Braucht ihr aber nicht. Ganz im Ernst. Braucht ihr jetzt nicht unbedingt. Ist ein schönes Extra. Ist ein schönes Extra-Terminal. Aber kein unbedingtes Muss. Ja? Aber könnt ihr auch gerne machen hier. Okay, das war's im Prinzip. Ja? Also eine kleine Geschichte hier. Eine kleine Schulstory. Und wie gesagt, wenn ihr Präsentationen habt, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, wenn es einen freiwilligen Vortrag gibt, und ist auch gut für die Note. Egal, wie schlecht ihr performt, wenn der Lehrer sieht, wow, der hat sich überhaupt erst getraut.
überhaupt erst getraut, sowas zu machen, dann wird er sich schon denken, wow, Respekt. So, und in der Schule seid ihr sowieso, um zu lernen, um Fehler zu machen. Da ist es nicht schlimm, wenn ihr was noch nicht richtig hinbekommt, weil da genau zu dem Zeitpunkt wollt ihr ja da etwas lernen. Deswegen macht das ruhig, nutzt die Gelegenheit, die ihr da habt, weil es wird sich später doppelt und dreifach auszahlen. Und es wird sich mehr auszahlen als jeder technische Skill, den ihr hier gerade lernt, ja. So, ob ihr jetzt hier diesen Terminator installiert oder nicht, ganz im Ernst, Wayne, ihr könnt auch das normale Terminal benutzen, aber diese Social Skills, die sind viel, viel wichtiger. Deswegen das so viel dazu und ich lasse das hier auf jeden Fall auch nicht weiterlaufen. Ein kleines entspanntes Video, bis zum nächsten Mal.